Was geht YouTube und herzlich willkommen, es ist kein Bug, hier auf dem Kanal Scorpion Plays, meine Freunde. Ja, falls ihr euch fragt, wer der Typ mit dem Bart ist, ich weiß es auch nicht, der hat sich hier reingeschlichen. Nee, aber ich weiß ja nicht, ob ihr meine Sachen noch verfolgt, die ich aktuell mache und ich habe mich dementsprechend optisch etwas verändert. Was ich nicht verändert hat, ist mein Aim, habe ich festgestellt. Nein, Spaß, aber ihr seht jetzt hier im Gameplay absolut nichts Besonderes. Modern Warfare 2, Shoothouse, das neue Update also. Ihr werdet sehen, dass ich nach wie vor irgendwie jede Kugel treffe. Hast du das Gefühl? Also, ich habe das Gefühl, ich war noch nie so eingespielt wie jetzt, obwohl ich seit 2 Jahren quasi keinen Shooter mehr gespielt habe. Ihr wisst, bei COD-Videos gehört das eine oder andere Gepusche immer dazu. Nee, Spaß beiseite, Leute. Das ist wirklich kein besonderes Gameplay, irgendwie 47 zu 20 oder so. Es soll auch überhaupt gar nicht ums Gameplay gehen. Ich habe hier zusammen gespielt mit Rob Bubble, lustigerweise, falls ihr den kennt. Der hat einen relativ großen Podcast. Und ja, ich bin natürlich immer noch als LKW unterwegs, weil umbenennen kostet ja so ein Token. Und ich habe keinen Token, Leute. Ja, ihr wundert euch vielleicht, warum kommt jetzt ein Video hier zu Modern Warfare 2? Das überrascht mich vielleicht, sagt ihr euch. Hier ist im Übrigen, glaube ich, ein Typ drin, der seinen Account geboostet hat. Also der hier. Ne, der nicht, aber irgendeiner läuft die ganze Zeit so mit der Waffe nach oben. Also so ein Neffe wahrscheinlich. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle die Neffenstrategie. Muss ich euch jetzt nicht erzählen. Ich meine, der Einzige, der hier wahrscheinlich nicht ganz up-to-date ist, bin ich. Und genau, Leute. Ich habe hier eine Runde einfach Shoothouse-Stellung. Stellung ist der beste Modus. Warum? Weil man dieses komische in die Map reinfliegen nicht hat. Ihr seht genau hier, wie ich da gestorben bin. Perfekt, was an dem Spiel richtig nervt. Aber erstmal der Reihe nach. Ja, was soll ich sagen? Ich liebe das Spiel. Ich liebe Modern Warfare 2. Es macht mir so viel Spaß. Es ist unglaublich. Problem ist natürlich, dass das Spiel absolut zerstört wird von Skill-Based Matchmaking. Die absolut beschissenste Sache, die es jemals gab. Aber ich will dazu gar nicht so viel sagen. Guckt euch einfach das Video von John Rage dazu an. Er hat das perfekte Video mal wieder dazu gemacht. Wirklich immer, wenn John Rage ein Video über SBMM oder Lobbys oder Neffen-Accounts oder so macht, das geht mir wirklich das Herz auf. Der macht das so gut, der Junge. Es macht so Spaß, sich das reinzuziehen. Also checkt das auf jeden Fall mal ab, wenn ihr darauf Bock habt, Leute. Genau. Der Typ war mit dem RPG unterwegs hier auch, der Kollege. Der wollte keine Ahnung was mit mir machen die ganze Zeit. Also man sieht ja auch hier, ich versuche ein bisschen zu rushen wenigstens, obwohl das natürlich in dem Spiel, wie ihr auch mittlerweile alle wisst, ich muss jetzt nicht das 100. Spiel-Review machen, aber wir wissen alle, dass Rushen in diesem Spiel leider absolut nicht belohnt wird. Wahrscheinlich seid ihr eh schon alle voll im Warzone-Grind, habt wahrscheinlich gar keinen Bock mehr auf Multiplayer. Ich spiele halt Multiplayer so und Warzone so ein bisschen gemischt, wobei Warzone habe ich erst 3 Runden gespielt, also jetzt nicht der Rede wert. Aber ich weiß, ihr freut euch über ein Lebenszeichen und gerade wenn ich jetzt aktuell eh spiele, habe ich mir gedacht, da kann man auch mal ein Lebenszeichen hier präsentieren. Und ich zeige euch mal ein bisschen, was ich hier gespielt habe. Das Witzige ist diese M4-Klasse. Ich weiß nicht warum. Ich habe von Anfang an in der Waffenschmiede diese Ausführung der Waffe gehabt. Die heißt Libelle. Ich habe noch nie eine andere Waffe benutzt. Und mit dieser Libelle, die hat einfach alle perfekten Aufsätze. Ich bin mit Haptik, ohne Spaß, komplett von oben nach unten durchgegangen, was ich alles drauf machen soll, weil er hat ja schon alles. Und es war einfach 1:1 das, was diese Waffe hat. Also da hatte ich Glück irgendwie. Und ihr wisst ja, ich bin der alte Tryhard, deswegen wird auch nichts anderes ausprobiert, bis ich auf dem entsprechenden Level halt die richtigen Waffen freigeschaltet habe. Ich habe hier noch nicht mal dieses Zusammenflicken. Ich habe hier noch nicht mal eine verbesserte Drohne. Ich spiele halt immer Konterdrohne, Konterdrohne und irgendwie diesen Aerosol-Luftschlag. Genau, also fast non-lethal sozusagen. Ich habe die verbesserte Drohne halt nicht. Ich bin jetzt, glaube ich, Level 26 oder so. Also ich habe jetzt auch nicht hart gegrindet. Aber wie gesagt, ich dachte mir, ihr freut euch bestimmt über ein nachkommentiertes kleines Video hier an der Stelle. Ein bisschen auf alte Zeitenbasis. Ihr kennt den Hasen, Leute. Und das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Ob jetzt regelmäßig Videos kommen, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ihr habt vielleicht den anderen Kanal von mir ein bisschen mitbekommen. Im Übrigen, ich bin gerade ein bisschen erkältet noch, deswegen nicht wundern. Da kamen jetzt auch die letzten Tage weniger. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin psychisch so gesund wie noch nie mehr im ganzen Leben. Mir geht es absolut blendend. Und an Vanguard zum Beispiel habe ich mich gar nicht rangetraut, weil ich letztes Jahr irgendwie so down war, dass ich mir irgendwie nicht mal zugetraut hätte, daran Spaß zu finden. Aber ich habe ja auch schon gehört, ich habe daran nichts verpasst. So, auf jeden Fall, ich mache ja aktuell eigentlich 4-5 Videos die Woche, wenn es normal läuft. Wie gesagt, letzte Woche nicht, aber sonst die letzten Monate eigentlich schon. Macht das extrem viel Spaß, diesen Trashy-Mashy-Content. Ist nicht was für jeden so, ist auch keine Werbung für den Kanal. Ich sag's einfach nur, damit ihr wisst, dass ich noch lebe. Nach wie vor Instagram, todesinaktiv, ihr kennt mich, Leute, komplett faul. Hier ist das einzige Mal veraimt. Ich habe in der Szene schon gedacht, wenn ich das als Gameplay benutze, dann werde ich hier sagen, dass ich veraimt habe. Und genau so ist es auch. Und ja, was soll ich sagen? Das Spiel wirklich ist geil. Du kannst hier vom Gun-Feeling her kannst du nichts sagen. Das Killen fühlt sich brutal an. Drohne raushauen dauert wirklich länger als ein Masterabschluss in Mathematik, habe ich auch festgestellt.
Also Drohne, Konterdrohne raushauen. Da kannst du in der Zeit, kannst du ja nochmal aufstehen, nochmal ins Badezimmer gehen. Das ist ja alles möglich. Aber ja, ansonsten macht das Spiel halt wirklich Spaß. Also wenn halt Skill-Based Matchmaking das Spiel nicht komplett zerstören würde. Komplett. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie Motivation fassen soll, das Spiel zu spielen, weil das Skill-Based Matchmaking ist halt das Schlimmste. Guck mal, der Typ hier. Ich glaube, der hat wahrscheinlich irgendwie seinen, der heißt auch Zeitarbeiter, der Account. Hundertprozentig ein zweiter Account von irgendwem, der den hier gerade versucht runter zu boosten oder whatever. Also, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe hier ohne Neffen gespielt. Rob ist auch gar nicht so schlecht. Also, das ist jetzt nicht so vergleichbar mit einem, keine Ahnung, mit so einem Neffen-Account, wie gesagt. Der hat mich gut auseinandergenommen. Hier dieser Matsumura, boah, der ist mir auch hart auf die Eier gegangen. Die Runde ist wirklich erst 10 Minuten her, deswegen kann ich mich noch an viele Details erinnern. Ja, Leute. Also, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch Videos wünscht, was für Videos ihr euch wünschen würdet. Vielleicht habe ich Bock. Das habe ich ja in den letzten nachkommentierten Videos hier schon so ein bisschen angesprochen. Wenn ich Bock habe, dann mache ich was. Wenn ich keinen Bock habe, mache ich nichts. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Video in 13 Monaten oder so. Also, ja, so wirklich wahnsinnig viel habe ich nicht gemacht auf Scorpion Plays. Aber ich habe immer schon gesagt, beziehungsweise immer schon, stimmt nicht, früher war ich so ein kleiner Lutscher, der immer so auf Hype-Trains versucht hat, irgendwie aufzuspringen. So bin ich halt aktuell gar nicht mehr. Übrigens habe ich den Typen in der Ecke nicht gesehen, der einen Luftschlag rausgehauen hat. Und als ich ihn dann gesehen habe, war es zu spät. Und deswegen, früher war ich so ein bisschen komisch, aber jetzt seit 2 Jahren bin ich gar nicht mehr so. Das heißt, ich mache jetzt wirklich nur, auf was ich Bock habe. Und Vanguard, wie gesagt, nicht mehr angefasst. Warum soll ich euch dann mit Videos volllabern? Bringt euch auch nichts, bringt mir nichts. Deswegen, aber MW2 macht mir halt Spaß und ich habe noch nicht so richtig meine Art und Weise gefunden, wie es erfolgreich ist. Ich weiß, man muss wahrscheinlich mit 4-5-Mann-Partys Drohne, Dauerdrohne spammen. Und dann macht es bestimmt auch nochmal richtig Spaß. Hier ist einfach ein bisschen Run and Gun reinspringen. Ein bisschen hier gutes Aim, ein bisschen da gutes Aim. Hier mal ein Triple Kill und so. Aber wie gesagt, absolut nichts Besonderes. Und absolut einfach nur eine Runde, die ich cool fand, weil die sich ganz dynamisch angefühlt hat. Genau. Hier ist gerade so ein bisschen die Durststrecke im Gameplay, aber gleich wird es dann nochmal ein bisschen schön. Ich habe mir natürlich auch, lustigerweise, ihr wisst ja, ich war damals Europas größter SCUF-Partner. Und ich spiele auf der PS5, damit ihr Bescheid wisst. Und ich habe mir extra für irgendwie 350 Euro einen PS5-SCUF gekauft. Das ist wirklich so traurig. Also wie gesagt, ich bin ja kein SCUF-Partner mehr, weil wenn ich kein Gaming mache, wozu? Aber ich musste schon lachen, das war so ein bisschen back to the roots. Ich habe ja auch direkt gesagt, ich spiele auf jeden Fall nicht mit dem Schaden-Controller. Das kann ich mir jetzt echt nicht antun mit diesen Tryharder-Lobbys. Also habe ich mir direkt diesen SCUF reingescheppert. Und als er ankam, habe ich erst meine erste Runde gespielt. Vorher absolut null Bock gehabt. Da war der Controller da, dann habe ich direkt ein bisschen gespielt, Leute. Ach ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, eure Gaming-Karriere hat sich positiv entwickelt. Ihr seid immer noch hart am Start. Schreibt mal in die Kommentare, was zockt ihr? Zockt ihr überhaupt noch oder guckt ihr nur das Video? Zockt ihr Warzone? Keine Ahnung. Also, das Statement im Titel wird euch wahrscheinlich sehr überrascht haben. Aber ich liebe und hasse dieses Spiel. Das ist halt einfach so, weil es macht wirklich Spaß. Und ich hatte wirklich, ohne Scheiß, das Gefühl manchmal, dass ich besseres Aim hatte als jemals zuvor. Gut, das FOV macht natürlich da auch so sein Übliches, das ist ja auch klar. Aber irgendwie, hier guck mal, der Typ, also keine Ahnung, was mit dem war. Aber irgendwie fühlt sich das vom Aiming und so sehr, sehr krass an. Ich habe ja auch nach wie vor immer noch diese, also ich schieße auch immer noch auf R1. Die meisten schießen wahrscheinlich mittlerweile auf R2, aber irgendwie geht das bei mir nicht. Ich muss auf einfach auf R1 schießen, keine Ahnung warum. Und ja, das fühlt sich nach wie vor ganz gut an, wie gesagt. Man muss nicht der Tausendste sein, der sich hier über Skill-Based Matchmaking beschwert. Es ist halt einfach traurig. Hätte man es einfach in eine Ranked-Playlist gepackt, so wie sich das gehört, so wie sich das auch fast jeder wünscht, und ich glaube auch in der COD-Community jeder damit einverstanden wäre, dann würde man dieses Spiel einfach unglaublich aufwerten. Wie gesagt, guckt euch das Video von John Rage an. Besser als er kann man es einfach nicht beschreiben, warum es auch für schlechte Spieler ein Nachteil ist. Aber ich denke mal, das muss ich jetzt nicht der Tausendste sein, der euch das irgendwie runterbetet. Und ich habe lustigerweise mit John auch ein bisschen Kontakt gehabt. Und er meinte, ey, mach mal bitte ein Scorpion Plays Video. Und habe ich gesagt, ja gut, komm, scheiß drauf, mache ich das halt. Guck mal hier, der hat wahrscheinlich echt den Controller umgedreht, damit er schön nach vorne immer läuft. Oh, Gott sei Dank habe ich das so rum hier gelöst. Ey, hätte ich mich aufgeregt, weil ich habe den ja so ein bisschen versucht zu trollen sozusagen. Aber ich glaube, jetzt kommen hier noch ein paar ganz nette Kills. Ich glaube, die Jungs, nee, ist schon vorbei. Natürlich, Leute, man kennt ihn. Wieder gutes Timing gehabt. Ja, 47 zu 20 ist der Endscore, wie gesagt, es ist halt nichts Besonderes. Mal wieder 18 Sekunden in der Stellung gewesen, typisches Marcel Competitive Gameplay. Nicht hier auch im Kinomodus, also im Share-Button-Modus habe ich das Ganze aufgenommen. Und wenn es euch gefallen hat,
Ja, meine erste kleine Annäherung an dieses Spiel YouTube-technisch. Da kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben, mir die Bewertung da lassen. Und wir haben uns beim nächsten Mal wieder Freestyle-Commentary, nicht eine Notiz gemacht. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst, was zu tun ist. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.